Ich kann nicht ernst bleiben. Das ist ein ernstes Video, das ist ein ernstes Video. Ganz weit weg, legen ganz weit weg. Ein paar von euch haben in dem letzten Video geschrieben, wieso ich die ganze Zeit meine Getränke hier hinlege. Das hat einen bestimmten Grund, und zwar, wenn ich ausraste, dass das Getränk natürlich nicht runterfällt, weißt du? Meine Maus ist gerade aufgesprungen, die legen wir am besten auch hier irgendwo hin. Okay, okay, was geht? In meinem vorherigen Video habe ich eine nette Dame angesprochen und sie nicht als Pferd oder so beleidigt. Ist euch das nicht unangenehm, dass ein 19-Jähriger einen Pool und eine Villa hat und ihr nicht? Du Pferdefresser. Es geht um Model Diana. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass das nicht ihr echter Name ist. Ich sag mal so auf trocken, direkt, damit wir das schon mal durch haben. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass sie einen Pool hat? Ein Pool. Warum sie halt mit dem Geld angibt, und da war halt meine Theorie, dass es von den Eltern ist. War nicht so. Ihr habt mich korrigiert, weil bis dato wusste ich eine bestimmte Sache nicht. Daraufhin habt ihr mir Links geschickt und diese Sache habe ich erfahren. Darauf erstmal einen Schluck. Wisst ihr, womit sie angegeben hat? Weißt du noch, sie hat gesagt, ihr könnt euch keinen Pool leisten und so. Wallah, ich dachte mir im Moment, was ist das für ein Vater an meiner Kräume? Hat der 20 Dönerladen auf einmal oder was? Oder was ist das? Wie kann sie so ruhig mit Geld flexen? Weißt du, was ich meine? Okay. Ihr habt mir einen Link geschickt, okay? Ihr habt mir einen Link geschickt. Abdallah hat mir vorher etwas erzählt, was ich nicht geglaubt habe. Dann haben wir es zusammengesucht und irgendwie, wir haben es nicht gefunden. Ihr habt mir daraufhin einen Link geschickt. Diesen Link habe ich angeklickt. Sie ist Pornodarstellerin. Muss fucking los, Digga. Warum sagt mir das keiner vorher? Warum sagt mir das keiner vorher? Ohne mich wusste die ganze Zeit nicht, was ich mit einer Pornodarstellerin zu tun habe, Digga. Das Ding ist, ja klar, jetzt. Ihr sagt, ey, safe, du hast geguckt, safe. Kennt ihr mal dieses, das ist für ein Schulprojekt? Wallah, es ist wirklich für ein Projekt. Ich muss doch gucken, weißt du, was die macht? Ja, ich hab nicht freiwillig geguckt. Ich musste das gucken, verstehst du mich? Na klar. Scheiße, wie kommt es jetzt rüber, wenn ich sage, dass die echt schlecht ist? Wie soll ich das sagen? Zuallererst, Wallah Billah, ich schwöre, ich habe mich nicht angefasst. Ich habe mich nicht angefasst. Direkt Gesicht gewaschen, direkt gebetet, Kappa. Aber ich sag mal so, guckt euch lieber an, wie zwei Bananen aufeinander gerieben werden. Wallah Billah, das ist für mich viel interessanter. Ja, nee, so langweilig ist es, aber ihr kennt mich, ich habe alles für euch getan, weißt du, damit ihr Content habt. Ich musste das angucken, weil ihr müsst das nicht angucken. Ich mache das schon für euch. Naja, ja, deswegen dachte ich mir, ich mache ein ganzes Video über sie, weil einfach so, Digga. Ich habe auch noch eine andere Idee, zu der komme ich auch noch gleich. Erstmal ganz kurz, Perf, diese Hose. Perf, ihr wisst ganz genau, welche Hose das ist. Musst ihr auf www.shop.de, liegt das unten in der Videobeschreibung. Außerdem ist gerade die Kameraposition ein bisschen anders, weil meine Bildschirme angekommen sind. Ja, das heißt, ich bin nur noch ein WLAN-Box davon entfernt, mit Twitch anzufangen. Nochmal, wenn ihr mir auf Twitch folgen wollt, gerne. Ich heiße dort Mustiaf27. An alle, die mir folgen, ich küsse eure Nasenlöcher. Ich habe noch ein anderes Video in Planung, aber das will ich euch jetzt noch nicht erzählen. Aber ich habe schon Bock, Digga. Ja, ne, ihr könnt euch vorstellen, dass... Nein, ich sag jetzt nicht, dass ich aktiv... Du kleiner Sohn, du sagst jedes Mal, dass du aktiver wirst. Du wirst nicht aktiver. Halt einfach deine Fresse, Tammer. Sitz da, mach dein scheiß Video. Du kleiner... euch könnte demnächst ein Video erwarten. Na, ich rede wieder viel zu lange. Wir gucken uns jetzt einfach mal die kleinen an. Ja, das an musste dahinter, weißt du? I'm gay! Musti, stopp, missgeboten! Musti, stopp, missgeboten! Stopp mit Ei! Wie ich lebe und wie ihr lebt. Fangen wir mit euch an. Oh mein Gott. Fangen wir mit euch an. Oh mein Gott! Oh, du fang mich nicht an, du kleine Hure! Wie die Queen von TikTok lebt. Ich wieder so ein geiles Leben haben. Sorry. Wallah Billah, ich schwöre auf alles. Warte, habt ihr keinen Pool? Habt ihr keinen Pool? Ihr seid missgeboren. Ihr seid einfach missgeboren, weil wenn ihr Familie habt, wenn ihr in einem ganz normalen Haus lebt. Warte, ihr habt keinen Pool? Seid ihr behindert? Jetzt kommen wir zu Almans, die in den Kommentaren schreiben, ey, er hat uns gerade als missgeboren beleidigt. Oh, ich hab
selber kein Pool. Ich brauche auch kein Pool. Wanderbilder, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meinen Körper nicht für 5 Euro irgendwas bezahlen muss. Warte, ich gucke jetzt, wie viel sie wert ist auf OnlyFans. Ich höre. Ich könnte natürlich jetzt auch diese für Projekt OnlyFans und so reingehen, bla bla bla, kaufen, bla bla bla, bla bla, ich gebe keinen Cent für dich aus, du kleine Mist. Aber voilà, die ist gestiegen, ich schwöre, die war viel weniger wert. 10 Euro monatlich lang. Allah belan wessen. 10 Euro monatlich. 10 Euro monatlich, ja. Das heißt, wenn ich 10 Euro bezahle, bekomme ich einen Monat lang Nudes von dir, ehrlich. 10 Euro. 10 Euro. Hier sind 10 Euro Pfandflaschen. Bitte zeig mir jetzt dein Arm. So, du bist hier mit 10 Euro Pfandflaschen wert. Jetzt zeig mal bitte was. Hier, ich gebe dir sogar noch 25 Cent plus. Jetzt mach mal was hier. Was geht denn hier ab, Digga? Pool. Lieber besitze ich keinen Pool, aber bin nicht das hier wert, Mann. Leute, ich habe mir heute einige Kommentare durchgelesen. Und ich sehe, dass mich alle duzen. Leute, wer seid ihr? Wer? Wenn ihr schon mit mir sprechen wollt, dann sprecht mich bitte mit sie an. Danke. Und du kleine Hund! Digga, hör auf, so mit dir zu reden. Du musst sie siezen, Mann. Du musst sie siezen. Sie kleine Hund! Wenn du ein Model bist, werde ich bei VW angenommen. Wenn du ein Model bist, habe ich noch nie von Döner gehört. Wenn du ein Model bist, alle dürfen mich in den Arm. Diese Leute, die dir das schreiben, die wollen eigentlich nur das eine. Das ist dir hoffentlich bewusst. Die achten nicht dabei auf deine Schönheit, sondern eher auf deinen Körper. Ja, ich weiß, tamam, okay, ich übertreibe ein bisschen. Das ist Mädchen, Gefühle, bla bla bla. Und eigentlich mache ich ja immer Dudes fertig. Ich muss euch noch so normal krasses zeigen. Ich komme da gar nicht drauf klar. So null. Okay, wir atmen tief ein und aus. Ich zeig's euch. Wow. Oh mein Gott. Ich schwöre auf alles. Ich weiß nicht warum. Wenn eine Frau von sich selber aus sagt, ich bin die geilste auf ganz Planet, ich schwöre, ich krieg den größten Abtörner. Selbst wenn sie wirklich aussieht wie Megan Fox und nicht wie so ein Pferd am Nachholz. In der letzten Woche gab es tausende Stitches über mich. Und alle haben mich nachgemacht. Ein Pool. Bitte zeig ich euch, wie man ein Pool richtig ausspricht. Ein Pool. Applaus, Amina. Ich will jetzt sagen, gut, dass ihr aus ihr Memes macht, weil ihr gebt ihr damit mehr Aufmerksamkeit, aber ich mach dieses Video. Aber wer soll sie aufhalten, außer ich, Amina? Wanderbilder, keiner wäre drauf gekommen, über sie ein Video zu machen, glaube ich. Keiner. Ist euch das nicht unangenehm, dass eine 19-Jährige direkt einen Blick auf den New York Times Square hat? Und ihr nicht? Cringe. Diana, ist dir das nicht unangenehm, dass du so viel wert bist wie diese Tüte da hinten? Peinlich! Remember when you called me ugly? Watch my glow up the arch. Walla, Bisa, ich mach, ich schwöre auf alles, ich mach. Walla, ich mach nett Spaß, ich schwöre auf alles, ich mach. Weiter geht's mit dem scheiß Video. Aber was ein scheiß Glow-Up, Digga. Von einer Hatje zu einer Abdi. Mama, deine scheiß Zunge sauber, Digga. Da klingt noch Reste von letzter Aufnahme. Warum willst du nicht darüber nachdenken? Oh. Was mein Freund in einer Beziehung niemals dürfte. Seine Mutter treffen. Wer bist du, dass du entscheidest? Was? Digga, dass ich das auch noch hinterfrage, bin ich behindert? Oh Gott, die mich verarschen, Digga. Ich verstehe ja schon, wenn ihr mir Opfer sendet, aber so! Allein rausgehen. Ja, es gibt ein paar Psycho-Freundinnen, das kann ich sogar noch verstehen. Freunde haben. Kann ich auch bei manchen Frauen verstehen, ihr mögt es ja nicht, wenn irgendwie die ein oder anderen Herren mit ihren Freunden rausgehen. Da gibt es natürlich auch Frauen, die da sagen, hey, bleib lieber zu Hause bei mir und guck mit mir Prison Break. Das erste war ein bisschen fragwürdig, aber sonst ist das eigentlich so die typische, die da war. Zugfahren, ja klar. Gerade wo ist die Flugrede? Mein Mikrofon ist runtergefallen. Kleine Hu. Dieser Moment von Typen keinen Korb vertragen. Einen Monat später Videos gegen mich machen. Wer ist das, Land? Walla Billa, ich hab niemanden angeschrieben. Walla Billa. Klicken auf den Link. OnlyFans. Oh Gott sei Dank. Für nur 5 Dollar im Monat?
Aber dass wir zusammen geschrieben haben, das war gelogen. Bla 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 bla. Wow, Jane, wenn das kein Fake ist, bitte F in die Kommentare für diesen gefallenen Bruder. Bruderherz, hast du dir ihr Gesicht schon mal genauer angeschaut? Da ist doch nur Shaitan drin. Was hast du dir dabei gedacht? Tamam, okay, du wolltest nur das eine, das haben wir auch verstanden. Aber danach Video gegen sie machen, Olum. Ich pflege mein Gesicht, bevor ich jedes Video mache. Weißt du, was ich meine? Damit, weißt du, damit keiner gegen mich zurückshootet, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Kaufen mir wahre Freunde noch eine Villa? Für 2,8 Millionen? Ich glaube nicht. Ja, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt einen Daumen hoch. Abonniert nicht vergessen. Schaut bei Snapchat und Instagram. Und natürlich bei... Ich wollte OnlyFans sagen. Ach du Scheiße. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. Diese Typen da hinten, die bringen mich gerade um. Schaut bei Snapchat, Instagram... Und bei Twitch vorbei. Digga, abonnieren nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. Ah! Bis zum nächsten Mal. Şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torba